Ja, dann nochmal einen wunderschönen guten Morgen für alle und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Dharma-Studium. Auch für alle, die hinter der Kamera sind sozusagen. Wir studieren zusammen das Lamrim Chenmo, die große Darlegung des Stufenweges auf dem Pfad zur Erleuchtung. Ein unheimlich wichtiges Werk, was von unserem tibetischen Meister uns übergeben wurde. Und eine Grundlage wirklich bildet auf dem Weg zur Erleuchtung, so wird es ja eben gesagt, und ganz genaue Anweisungen geben kann, woran kannst du dich orientieren? Wie zum Beispiel ist ein Lehrer anzuschauen? Was macht einen qualifiziert verlässlich Lehrenden aus? Zum Beispiel wird hier in den vorhergehenden Schritten erklärt, wie ist deine eigene innere Haltung, wie sollte sie sein, wie sollte deine Meditation sein. Das ist jetzt das große Kapitel, was wir jetzt gerade behandeln sozusagen. Und da wiederum sind wir jetzt im zweiten Teil sozusagen. Da geht es darum, was passiert oder sollte passieren zwischen den Meditationssitzungen. Als erstes hatten wir die Meditationssitzung als solches, dann gibt es eben eine vorbereitende Phase, die eigentliche Sitzung und eine nachmeditative Phase, wo im Prinzip gewidmet wird und so weiter. Und jetzt schauen wir uns an, okay, wir stehen auf irgendwann von der, gerade eben von der stillen Meditation und gehen halt in unser Leben. Dann fängt der Tag vielleicht an. Dann haben wir alle möglichen Dinge zu tun und vielleicht haben wir auch mal eine Pause. Und da wird eben gesagt, gut, während deiner ganzen Handlungen, an was sollst du dich da orientieren, dass dir sozusagen die innere Ruhe und die Einsichten nicht verloren gehen, die du während der stillen Meditationssitzung, nennen wir es jetzt erstmal, erreicht hast. Und ja, da beginnen wir zu lesen bei den Aktivitäten zwischen der Meditationssitzung. Aktivitäten zwischen den Meditationssitzungen. Grundsätzlich gibt es viele Dinge, die man zwischen Meditationssitzungen tun kann, beispielsweise Verbeugungen, Rezitationen und so weiter. Wie auch immer, folgendes Verhalten zwischen den Meditationssitzungen ist besonders zu beachten. Nachdem du dich für das Aufrechterhalten der Fokussierung des Geistes während der Meditation angestrengt und das Ende einer Sitzung erreicht hast, neigst du vielleicht dazu, dich nicht mehr auf die Kraft des Vergegenwärtigens, Smriti, zu verlassen und alles zu beenden, worauf du dich während der Meditation gestützt hattest. Das Meditationsobjekt und deine Sichtweisen hierüber und so weiter. Falls du aber so handelst, wirst du nur kleine Fortschritte erreichen. Wesentlich hilfreicher ist es hingegen, zwischen den Sitzungen Schriften zu lesen, die dir die Bedeutung deiner Meditationsobjekte erklären, sodass du dich an sie erinnern kannst. Das Ziel ist, mit vielen Methoden die Ansammlung von Verdiensten zu mehren und vorteilhafte Bedingungen für die Entwicklung heilsamer Eigenschaften zu schaffen. In gleicher Weise beseitige alle aufkommenden Hindernisse mit diversen Methoden außerhalb deiner Meditationssitzung, die nachteilig für die Entwicklung deiner heilsamen handelnden Fähigkeiten sind. Indem du also anwendest, was du in der Meditation lernen konntest, strebe die Realisierung der von dir gegebenen Versprechen zu heilsamen Handeln an, was die Basis für alle weiteren heilsamen Entwicklungen bildet. Darüber hinaus folge der Anweisung, die Konsolidierung des Verbinden genannt wird. Was bedeutet Schulung des Geistes hinsichtlich der Meditationsobjekte,
Einhalten der Versprechen zum heilsamen Handeln, vermehrende Ansammlung von Verdiensten. Übe dich in den 4 Bedingungen, die Ursachen für die Entwicklung des Pfades geistiger Ruhe, Shamatha und besondere Einsicht, Vipassana sind. Zähmen der sinnlichen Wahrnehmung, achtsames Handeln, angemessene Ernährung und sowie das Anstreben nach einer Praxis ohne Schlaf zu den falschen Zeiten und ein richtiges Handeln während des Schlafes. Vielen Dank. Das war nur ein kurzer Abschnitt, aber der hat das wirklich in sich. Da war es beim Notieren bei mir sehr, sehr, sehr viel, obwohl es wirklich nur ein kleiner Teil ist. Aber im Prinzip ist es recht simpel. In den meisten Fällen fällt es den Menschen schwer, aus den Meditationssitzungen ihren geistigen Zustand weiterzunehmen oder weiter zu erinnern und dann zum Beispiel ins Auto zu steigen, zur Arbeit zu fahren oder sonst irgendwas und das eben ständig zu erinnern, in dieser Ruhe zu bleiben, wenn im Straßenverkehr gerade irgendwie wird dir die Vorfahrt genommen oder irgendjemand ist komisch zu dir, beleidigt dich vielleicht, was auch immer passieren kann oder eben nicht so arge Dinge, aber trotzdem irgendwie Geschehnisse, die einen in irgendeiner Art unzufrieden machen oder Langeweile oder sonst irgendwas, Stresszustände, alles Mögliche passiert uns. Und hier wird einfach gesagt, gut, wenn du schon den Weg gefunden hast zur Meditation, zur Erlangung innerer Ruhe und dadurch die Möglichkeit erlangt hast, weitere Einsichten oder Perspektiven zu erlangen, dann praktiziere sozusagen diese Einsichten, realisiere sie. Zum Beispiel hast du in deiner Meditation über die Vergänglichkeit meditiert. Und es ist wirklich sehr, sehr klar geworden, oh, jeden Moment verändert sich alles. Ich kann nicht an irgendetwas festhalten. Es macht auch gar keinen Sinn, an irgendetwas festzuhalten. Und vor allen Dingen kann jeder Moment vorbei sein für mich. Auch dieses Leben eben vorbei sein. Und dann nimmt man sich so vor, okay, dann feiere ich wirklich jeden Moment, lebe den wirklich voller Liebe. Und so gehe ich dann eben aus dieser Meditationssitzung. Und dann kommt auf einmal ein Streit zum Beispiel. Dann wird sozusagen gesagt, gut, und jetzt ist sozusagen die Prüfung dafür, ob diese Einsicht, die vorher in der Stille war, sozusagen Realität werden kann, also deine Realität werden kann. Du selbst, vorhin hattest du das so schön im Qigong gesagt, okay, stellt euch vor, ihr habt da so kleine Strüppen, an denen ihr geleitet werdet, aber wer leitet euch? Ihr leitet selbst und so kreiert ihr selbst oder wir kreieren selbst in unserem Umfeld immer Situationen, die sozusagen die Gelegenheit bieten, unsere Einsichten wirklich Realität werden zu lassen, Wahrheit werden zu lassen. Und kann ich zum Beispiel in einem Streit jeden Moment da drin sein, okay, jeden Moment kann es vorbei sein, kann ich in diesem Moment die beste Version von mir sein. Also so, wie ich mir vorgenommen habe, voller Liebe eben, voller Mitgefühl, wie jemand mir gegenüber sozusagen gerade in seinem geistigen Bereich gerade ist und deswegen vielleicht so streitsüchtig reagiert oder, weiß ich, so wütend oder so starrsinnig, was auch immer. Das wird im Prinzip hier gesagt und dann gibt es natürlich nochmal die Hinweise,
was das genau heißt, dass du eben weiterhin deinen Geist schulst, wie es hier gesagt wird, auf die Meditationsobjekte. Das kann eben Vergänglichkeit zum Beispiel sein als Objekt. Das kann ein wirkliches Objekt sein, wie zum Beispiel Feuer, Wasser, Sonne, was auch immer, oder irgendetwas anderes, was dir eben im Leben wichtig ist, beziehungsweise was hier auch gerade in diesen Anleitungen gegeben wird. Gut, wir haben das jetzt erstmal so für uns gelesen. Das Wichtigste für mich jedenfalls war in diesen Aufzählungen, dass ich eine sehr klare Anleitung gesehen habe, wie ich gehen soll. Also wie zum Beispiel die Entwicklung bzw. das Zusammenkommen von geistiger Ruhe, Shamatha, also wenn wir uns versenken und auf ein Objekt im Prinzip konzentrieren, also die Zerstreuung auf ganz viele Dinge und die Sinne und sonst was zurückführen auf eine Sache und die Verschmelzung sozusagen mit Vipassana, mit dieser besonderen Einsicht, wie kann das eben gelingen, steht hier eben genau da. Das heißt, wenn man mal desorientiert ist, was ist zu tun, dann kann man genau in diesem Kapitel nachlesen, was eben zu tun ist. Die Punkte, die hier dann aufgezählt werden, Zähmen sinnlicher Wahrnehmung, wie geht das überhaupt? Achtsames Handeln, was beinhaltet das alles? Angemessene Ernährung und die Abhandlung sozusagen über den Schlaf, das kommt in den weiteren Kapiteln dann danach und ist so auch ein umfängliches Thema, deswegen packen wir das dann als einzelne Sitzung für morgen hin, das Zähmen der sinnlichen Wahrnehmung. Vielleicht ganz kurz nochmal auf den Begriff konsolidierendes Verbinden. Kennen wir vielleicht so im Sprachgebrauch, fliegt immer mal durch die Gegend, gerade im wirtschaftlichen Zusammenhang. Da werden dann zum Beispiel Schulden konsolidiert. Die werden dann irgendwie so zusammengelegt und dann wieder wird zu einer anderen Bank irgendwie gegangen. Aber hier geht es eben nicht um Schulden oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass ich mit verschiedenen Handlungen oder eben Nicht-Handlungen, da immer weiter dazu komme, mich zu verbinden. Ne? Und diese Dinge selbst dazu beitragen, in diese Verbindung zu kommen. Ja, gibt es bis hierhin noch Ergänzungen oder Gedanken dazu? Weiterführende. Dann werden wir in Meditation gehen. Kommen wir zum Austausch. Wenn etwas geteilt werden möchte, dann bitte einmal das Mikro nehmen, ergreifen. Da steht drin vom Vipassana, das ist im Moment der absolute Verkaufsbrüller auf dem esoterischen Supermarkt. Da kann man vielleicht, wenn man meditiert, also ich sage mal 99% mindestens der Menschen erreichen kein Samadhi. So, wenn man dann meditiert und man kommt ein bisschen runter, dann kann man vielleicht reflektieren, kontemplieren oder über was nachdenken. Das war es dann aber auch. Und das ist nicht Vipassana, das steht ganz klar drin, dass das heißt Verstand. Und Vipassana steht ganz klar oftmals in den Büchern drin, dass das der Geist macht, Vipassana, und nicht der Verstand.
Und solange man kein Samadhi erreicht und mit diesem, sag ich mal, mit diesem scharfen Lichtstrahl, mit dem der Geist Objekte oder Sachverhalte oder Gegenstände durchleuchtet, der zeigt die klare Natur der Wirklichkeit von allem. Und wenn der Verstand über was nachdenkt, das ist nicht die Wirklichkeit. Und das ist kein Vipassana, was da angeboten wird. Sondern nach dem Samadhi, wenn man aus dem Samadhi zurückkommt und mit diesem einsgerichteten Geist Objekte, Begebenheiten, Umstände beleuchtet, dann durchdringt man die Natur der Wirklichkeit. Aber nur durch ein bisschen Meditation und den Verstand beruhigen. Alles, was der Verstand macht, ist nicht die Wirklichkeit. Also hier wird natürlich auch der Pfad oder der Entwicklung eines Pfades von geistiger Ruhe und Vipassana beschrieben. Das heißt, man sollte nicht zu viel erwarten und nicht gleich beim ersten Schritt irgendwie denken tatsächlich, ja, dass man irgendwelche besonderen Einsichten hat. Ne? Da gibt es wirklich unglaublich tiefe Ebenen oder verschiedene Ebenen. Bei mir kam noch am Anfang das Wort Befreiung. Und dabei ging es eben darum, gut, es ist eine enorme Anstrengung für einen Alltagsmenschen, sagen wir es mal so, aus seinen bisherigen Gewohnheiten herauszugehen und zum Beispiel diese, was auch immer, welche Tiefe eine Einsicht mitnimmt und dann seine Gewohnheit umkehrt. Das bedeutet enorm viel innere Kraft, in den meisten Fällen. Und wofür soll sich das lohnen? So ungefähr. Ne? Hier wird ja oft und sehr klar ausgedrückt, was hast du für Vorteile? Das ist halt für einen verstandesgeprägten Mensch, und das sind die meisten, wichtig zu wissen, okay, wo führt mich das hin? Wo kann mich das hinführen, wenn ich mir schon dann so viel Mühe gebe? Zum Beispiel in einem Streit nicht gleich als Nächster hochzufahren, sondern aus vielleicht einem Spüren von Erregung vielleicht wieder umzukehren und die Sicht zu verändern. Das bedeutet Konzentration, Erinnerung daran, was ich eigentlich wollte. Ja, ich wollte mit dem Meditieren vielleicht nicht nur oberflächlich meinen Stress bewältigen, weil sonst kommt der Stress, auf jeden Fall wird der wiederkommen, wenn ich nicht einfach meine innere Haltung zu bestimmten Dingen ändere, meine Sichtweisen. Also diese Umkehrung dieser Sicht ist für mich erstmal wichtig und bedeutet aber auch Investition. Und was bringt das im Prinzip oder was kann es bringen? Und da war es eben so, dass es um Befreiung geht. Und diese Befreiung hat auch wieder so unterschiedlich viele Ebenen. Und da geht es erstmal ganz simpel in den meisten Fällen erstmal natürlich auch um eine egoistische Sicht, dass ich selbst vielleicht, hier wird es in den Schriften immer unheilsame Geisteszustände minimiere sozusagen, zurückfahre, mich darin nicht mehr wälze und völlig unbewusst darin herumwüte und sie selbst im Prinzip nicht mehr als so quälend erfahre. Das kann erstmal eine relativ auf niedriger Ebene egoistische Orientierung sein, gut, dann geht es mir nicht mehr so schlecht. Ich quäle mich nicht selber mehr damit, eben
mit zum Beispiel Fallen in Traurigkeit oder eben Zorn und so weiter. Ich kann das schon zurückfahren und beschäftige mich nicht mit in meinem ganzen Leben eben mit dieser Belastung. So, und dann gibt es eben noch weitere Schichten oder weitere oder Erweiterung des Herzensraums, indem man dann immer weitere Einsichten darüber bekommt, dass man tatsächlich nicht allein ist. Also ne, das geht nicht nur um mich selbst, sondern ich erkenne weiterhin, befreie sozusagen meine beschränkte Sicht, meine Unwissenheit über das große Ganze, indem ich erkenne, okay, oder immer weiter erkenne, diese Menschen und diese Tiere und so weiter, das gehört alles zu meinem großen Sein, nenne ich es jetzt einfach mal, oder diese ganze Verbindung gehört zu diesem großen Sein. Mhm. Gut, dann kann ich, also indem ich zum Beispiel meine Sicht verändere, indem ich mehr aus der mit Freude oder eben allgemein auch Mitgefühl handle, aus dieser Sicht handle, kann ich immer weiter in die Einswerdung kommen mit dem großen Ganzen. Und man kann natürlich die Menschen auch beobachten, die wirklich auf dem Weg der Einswerdung sind. Sie sind einfach immer weiter auf diesem Weg in diese Glückseligkeit, die jeder im Prinzip sucht. Und das ist ein unglaublich eindeutiger Vorteil. Also Befreiung aus dieser eingeengten, unwissenden Sicht in eine größere und gelassenere Sichtweise. Wenn ich die anderen Perspektiven kenne oder schon erfahren habe, indem ich mich bemüht habe, zum Beispiel eben die Sicht zu verändern oder zu vergrößern, dann habe ich da eben auch keine falschen Ansichten darüber und muss zum Beispiel nicht wütend darüber sein oder eben traurig oder was auch immer. Ja, das war noch bei mir, wollte ich noch mitteilen. Und dann werden wir für heute schließen und alle kleineren Einsichten, die vielleicht heute waren, allen fühlenden Wesen widmen. Vielen Dank.